Ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst, dass ich da lebend nicht mehr rauskomme. Es gab 0, nichts Schönes in Honeck. Gar nichts. Du warst ein Nichts. Du warst der letzte Dreck. Glaube, Liebe, Hoffnung, haben wir immer gesagt. Und das war, hat uns unheimlich viel Kraft gegeben. Burg Honeck in Sachsen. Hier war das größte Frauengefängnis der DDR. Kaum bekannt im Westen Deutschlands, weithin unbekannt auch im Osten Deutschlands. Denn über Honeck sollte man nichts erfahren. Was sich aber hinter diesen Mauern abspielte, gehört zu den dunkelsten Kapiteln deutscher Vergangenheit. Ellen Thiemann ist eine der Frauen, die hier inhaftiert waren und diese Zeit bis heute nicht vergessen können. Hier in dieser Zelle war ich 73, 74 und 75 eingesperrt. Und das nur, weil ich in den Westen wollte. Das ist zwar lange her, aber noch lange nicht vorbei. Zusammen mit ihrem Ehemann und Kind wollte Ellen Thiemann 1972 in den Westen flüchten. Aber die Fluchtpläne wurden verraten. Wie sich erst Jahre später herausstellte, von ihrem eigenen Ehemann, der als Spitzel der Stasi gearbeitet hat. Nach der Haft ließ sie sich scheiden und durfte schließlich 1975 mit ihrem Sohn ausreisen. Ellen Thiemann hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, die dunkle Geschichte von Honeck ans Tageslicht zu bringen. Sie recherchiert über die damaligen Zustände, forscht nach Namen der Täter, sucht nach Antworten. Und dabei wird sie oft aufgefordert, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde es einfach nur ungerecht, dass uns immer wieder gesagt wird, ja, man muss auch mal vergessen können und man muss auch mal verzeihen können. Aber wie sollen wir denn vergessen können und verzeihen können, wenn die uns heute erneut angreifen, die uns bespitzelt haben, die uns die kostbarsten Jahre unseres Lebens geraubt haben, die dürfen uns heute weiter angreifen? Kann man nicht zur Ruhe kommen. Von 1949 bis 1989 wurden tausende Frauen und Mädchen nach Honeck gebracht. Ihre sogenannten Verbrechen? Oft waren es missglückte Fluchtversuche oder wiederholte Ausreiseanträge, die drakonisch bestraft wurden. Vor allem die Haftbedingungen empören Ellen Thiemann bis heute. Das ist der sogenannte Tigerkäfig. Da wurden die Frauen eingesperrt. In diesem kleinen Kabuff, dort ist die Zelle mit dem Bett, aber am Tag durften die dort gar nicht sich aufhalten, sondern sie waren in diesem kleinen Verschlag, deshalb Tigerkäfig. Hier mussten sie 8 Stunden stehen, manchmal 16 Stunden stehen. Auf Toilette durften sie nur gehen, wann die Wachtel das zugelassen hat, also das Personal, und nicht, wann sie mussten. In der Zelle war das Besondere, ja, die Enge, dass so viele Frauen auf engstem Raum waren. Ich habe zum Beispiel in der obersten Etage geschlafen, weil ich ein bisschen sportlich war und gut hier hoch und runter klettern konnte. Aber wenn ich nachts auf Toilette musste und hier unten dazwischen lag ein Bodenschläfer, dann bin ich hier oben runtergehangelt. Es war stockdunkel und ich bin dieser Mitinhaftierten entweder ins Gesicht getreten oder auf die Brust oder auf den Bauch. Man konnte gar nichts dafür. Bewusst wurden in Honeck Frauen, die schwere Gewaltverbrechen begangen hatten, mit jenen zusammengelegt, die aus politischen Gründen inhaftiert waren. Durch derartige Maßnahmen sollten die Politischen gezielt eingeschüchtert werden. Besonders vor den Dunkelzellen in diesem Keller hatten die Frauen Angst, in denen man tagelang eingesperrt werden konnte. Und dann gab es noch die berüchtigte Wasserzelle. Anita Goslar war in einer solchen Zelle. Das war nur so groß wie so eine Telefonzelle, so ein ganz kleiner, winziger Raum. Und da habe ich erst gar nicht gewusst, was los ist. Es war ja auch dunkel da drin und dann kam Wasser von unten hoch. So wie als da waren lauter kleine Löcher drin, so wie eine Brause kam das hoch.
drin. Ich weiß nicht, wie lange ich drin gestanden habe, weil ich wusste ja hatte kein Zeitgefühl. Und das Wasser ging dann wieder raus nach einer Weile. Und dann kam aber wieder kaltes Wasser. Und das haben sie dreimal gemacht. Und beim dritten Mal kam mir dann der Gedanke, aha, das Wasser wurde wahrscheinlich warm durch meine Körperwärme. Aber dann war ich bis zum Kopf kalt. 2,5 Jahre war Anita Goslar in Hoheneck inhaftiert. Helga Riede. Mit einer Fluchthelferin wollte sie 1976 mit ihrem Mann und Sohn die DDR verlassen. Und am 13. April 1976 war dann die große Organisation. Wir sind dann in Leipzig in ein Auto gestiegen und eine Westberlinerin hat uns zum Parkplatz auf der Autobahn gebracht. Und dort sind wir dann bis kurz vor die Grenze gefahren und sind dann vielleicht so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vor der Grenze auf einem dunklen Platz sind wir dann in den Kofferraum gestiegen. Die erste Kontrolle ging durch, Passkontrolle, und beim Zoll hieß es plötzlich, machen Sie mal einen Kofferraum auf. Da hörten wir schon, wie die draußen Pachamans vorgebaut haben und Hundegebell, und Hunde tappten auf den Kofferraum. Und dann schrien die immer, Kofferraum öffnen. Und dann haben sie uns da so richtig am Schlawittchen aus dem Kofferraum rausgeholt, alle drei. Mein Mann lag hinten, unser Kind in der Mitte und ich lag vorne drin. Helga Riede wurde verhaftet und verurteilt, genauso wie der Ehemann. Ihr Kind kam zunächst ins Heim, dann zu den Großeltern. Ihr Mann verbüßte seine Haftstrafe in Cottbus, sie selbst kam nach Hoheneck. Was war schiefgelaufen? Hatte jemand ihre Flucht verraten? Helga Riede lässt das Geschehene bis heute keine Ruhe. Erst nach der Wiedervereinigung konnte sie ihre Stasi-Akten einsehen und musste feststellen, dass sie schon lange vor ihrem Fluchtversuch das Ziel von Observationen war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Stasi-Akten eingesehen haben, das erste Mal, waren wir ja ahnungslos. Und dann haben wir die Berge von Akten vor uns gesehen und ich fiel von einer Ohnmacht in die andere. 15 Uhr, Lux 1, verlässt das Haus mit Aktentasche zu Fuß. Wir hatten einen Schäferhund, der hieß Lux, und die haben uns hier bezeichnet. Mein Mann war Lux 1, ich war Lux 2, das Kind war Lux 3 und Lux 4 ist die Schwiegermutter. Lux 1 verlässt das Haus mit Aktentasche zu Fuß. 15.06 Uhr, Reinigungskraft handiert im Haus. 15.44 Uhr, Lux 3 schaut aus dem Fenster des Kinderzimmers. 16.45 Uhr, Lux 3 geht ins Haus zurück, und so geht das weiter. Die Bespitzelung war wirklich umfassend. Ein perfides Dokument. Es ist schon grotesk alles. Schleusungskandidaten, das sind natürlich wir. Hier stehen auch noch zwei, die ich überhaupt nicht kenne, die aber, wo die Verbindung zu meinem Mann ist, Nachbar. Das war unser Fleischer. Ich weiß nicht, was der damit zu tun hat. Von den ganzen alten Freunden ist eigentlich nur ein Freund, der nicht in der Stasi-Akte steht, der nicht auf uns angesetzt war und gegen uns gearbeitet hat. Und das waren intime Freunde, mit denen wir uns regelmäßig eingeladen haben, gemeinsame Reisen, gemeinsame Urlaube gemacht haben. Alles dabei gewesen, bis sogar die Familie, was nachher der größte Hammer war. Mein Schwager, ich habe jetzt erst gelesen, dass er für diese Fluchtverhinderung eine Auszeichnung bekommen hat. Bronze in Bronze oder in Gold oder irgend sowas, eine Verdienstmedaille der Staatssicherheit. Die Schwester kam bis 1993. Die sind immer hierher gekommen und waren eine Woche da oder drei Tage oder mal übers Wochenende. Und als ich gesagt habe, am Sonntag, wir fahren am Mittwoch zur Staatssicherheit, das war 1993, seitdem ist Funkstille gewesen. Seitdem habe ich nichts mehr gehört von meiner Schwester. War ihre Schwester in den Verrat eingebunden? Eine Frage, die sich Helga Riede immer wieder stellt. Seit 18 Jahren gibt es keinen Kontakt mehr. Ellen Thiemann recherchiert weiter über die grausamen Haftbedingungen in Hoheneck. An diesem Tag trifft sie Gisela Schmidt, die selbst Häftling war, aber in den 80ern in der Krankenstation arbeiten musste. Um diese Station ranken sich böse Gerüchte.
Besonders heikel scheint der vermutete Missbrauch mit Psychopharmaka. Kann Gisela Schmidt bestätigen, dass Psychopharmaka eingesetzt wurden? War ja ein offenes Geheimnis, dass die Häftlinge auch mit Psychopharmaka vollgestopft worden sind. Ja, da stand immer eine Wachtel im Hof und hatte für die Ambulanten, also kann ich mich erinnern, hauptsächlich Fostan, also die Beruhigungspillen. Das wurde wie Bonbons verteilt, so hatte ich immer den Eindruck. Da hatten sie ihre Ruhe. Es gab Frauen, die wunderten sich über ihren Zustand und die nahmen an, dass man ihnen irgendetwas verabreicht hat. Das ist mir in der U-Haft zum Beispiel so gegangen. Das wurde unter das Essen gemixt. Und die wunderten sich über ihre Veränderung in der Psyche. Die damals verwendeten Medikamente hießen Luminal, Protazin, Faustan, Rudotil. Haben einige der Ärzte diese Medikamente missbräuchlich eingesetzt? Ich glaube, das ist gleich der Raum gewesen, in dem eine Frau eingekettet war, Händen und Füßen am Bett. Und ich musste da eine Nachtwache halten, dass sie sich mit aufpassen, dass sie sich nicht wieder entfesselt. Und wer war für die Verschreibung und Ausgabe der Medikamente verantwortlich? Sind die Namen der Ärzte bekannt? Wir kannten die Namen der Ärzte nicht. Sie wurden für uns anonym gehalten. Den Chefarzt sprachen wir mit Herrn Major an, die Ärztin mit Frau Doktor. Und wenn eine andere Ärztin kam und einen Dienstgrad hatte, die dann entsprechend mit dem Dienstgrad. Seltsamerweise existieren keine schriftlichen Belege über das Praktizieren von Ärzten in Hoheneck. Aber Sprechstunden haben stattgefunden. Ellen Thiemann gibt sich damit nicht zufrieden. Sie will die Namen der festangestellten Ärzte aus Hoheneck herausfinden. Sie geht zur Stasi-Unterlagenbehörde nach Chemnitz. Hier lagern auch immer Tausende von MFS-Akten. Vielleicht geben sie Auskunft. Und tatsächlich, in diesen Akten findet sie Namen früherer Anstaltsärzte, die im Auftrag der Stasi gearbeitet haben. Etliche von ihnen praktizieren bis heute. Alle verweigern sich einem Gespräch. Aber es haben auch Ärzte aus den damaligen Krankenhäusern zeitweilig in Hoheneck gearbeitet. Was ist mit ihnen? Ellen Thiemann beschließt, einen dieser Ärzte persönlich aufzusuchen. Aber sie wird nicht reingelassen. Man verweigert sich jeglichem Gespräch. Sie unternimmt einen weiteren Versuch. Doch auch hier bleiben die Türen verschlossen. Sie wollen damit nicht konfrontiert werden, machen gar nicht erst auf. Und das ist schon ein Zeichen für mich, dass man die Vergangenheit verdrängen will und gar nicht bereit ist, dazu etwas zu sagen. Und wenn ich eine reine Weste habe, dann kann ich Auskunft geben. Es ist, als wollten die Ärzte diesen Teil ihrer Vergangenheit aus ihrem Leben streichen. Dann die große Überraschung. Ein Arzt ist zur Auskunft bereit, aber er möchte unerkannt bleiben. Mich würde interessieren, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, dort als Vertragsarzt zu arbeiten. Wir waren relativ junge Ärzte. Es war relativ lukrativ, muss man sagen. Und unser Chef kam zu uns. Es waren noch mehrere Kollegen, die Sprechstunde gemacht haben. Wollt ihr nicht eine Hoheneck-Sprechstunde machen? Es wird gut bezahlt und das hat auch keinen politischen Hintergrund. Selbst wir mussten in Hoheneck unterschreiben, dass wenn uns irgendwas aufgefallen wäre, mussten wir das der Stasi melden. Und gab es irgendwelche Verordnungen, zum Beispiel Psychopharmaka, von denen Sie etwas wissen? Darüber ist noch nichts bekannt, weil wir selbst durften nur in ganz geringen Mengen Medikamente verordnen. Wir durften diese nur vorschlagen und dann wurden diese dann durch das... Selbst die Vertragsärzte waren also Teil des Bespitzelungssystems. Aber über den Missbrauch von Psychopharmaka spricht auch dieser Arzt nicht. Regina Laban, mit ihrem Ehemann und ihren drei kleinen Kindern, wollte sie 1982 die DDR verlassen. Nachdem sie einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer mehr in Konflikt mit den Behörden gerieten und ihren DDR-Pass zurückgaben, wurden sie schließlich wegen Verunglimpfung des Staates verhaftet. Ich sollte im KKW in eine Partei reingehen, in ihre SED. Und das habe ich verneint, ich gehe in keine Partei. Und ab da stand ich
schlecht da. Vorher war ich der beste Arbeiter im KKW. Danach war ich eben, man brauchte mich nicht mehr. Man nahm sich einen, der in der Partei war. Und dann hatten wir die Schnauze voll und haben gesagt, jetzt gehen wir in den Westen zur Mutter meines Mannes. So fing das an. Wir haben die Anträge dem gegeben, dass wir eine Familienzusammenführung machen möchten mit meiner Mutter. Und nachmittags um 4 Uhr kam unsere Große nicht mehr und der Große, der war auch eingeschult. Die kamen beide nicht mehr aus der Schule. Die wurden von da aus gleich in ein Heim gebracht. Und da kriegten wir die erste Anzeige, war Paragraph sowieso. Wir können unsere Kinder nicht im Sinne der sozialistischen Moral und Ethik erziehen. Deshalb sind alle 3 Kinder jetzt mal weg. Und wir werden erst mal eingesperrt. Hoheneck war kein Spaziergang. Du warst ein Nichts. Und so wurdest du in Hoheneck auch behandelt. Du warst noch weniger wert wie der Dreck unter den Fingernägeln. Regina Laban verbüßte 2 Jahre in Hoheneck. Danach konnte sie mit ihrem Mann und der Tochter in den Westen ausreisen. Jahrelang haben die Labans versucht, ihre Söhne nachzuholen. Sie protestierten sogar mit einem Plakat vor dem Checkpoint Charlie in Berlin. Doch es sollte 7 Jahre dauern, bis sie wieder Kontakt zu ihrem jüngsten Sohn Bert bekamen. Erst im November 1989, einen Tag nach dem Fall der Mauer, fuhren die Labans von West-Berlin zum Kinderheim auf der Insel Rügen. Bei Nacht und Nebel sind wir hier hochgefahren und wollten unser Kind sehen. Da hat mein Mann zu mir gesagt, und wehe, du fängst vor diesen Menschen und vor deinem Kind an zu weinen, drehe ich mich gleich um und bin weg. Aber ich hatte auch so viel Wut im Bauch, wo ich diesen Heimleiter da gesehen habe. Da, ich weiß nicht, da kamen keine Tränen. Da kamen keine Tränen. Das war Wut und Hass. Das war Wut und Hass, ja. Wir haben gesagt, wenn wir nicht sofort unser Kind sehen, gehen wir hier raus, steuern die nächste DDR-Polizei an und zeigen ihn an, er hat unser Kind ermordet. Und dann haben wir Bert zu sehen gekriegt. Da wurde gefragt, kennst du diese Leute? So auf die Art. Und dann hat er gesagt, das ist Papa und Mama. Ne? Du hast uns erkannt und wir haben ihn auch erkannt. Sofort. Das erkennt man. Man erkennt sein Kind. Nicht Kind? Ja. War halt so. Bei Bert haben die 7 Jahre alleine im Kinderheim tiefe Spuren hinterlassen. Bis heute kann er seinen Eltern nicht verzeihen, dass sie ihn alleine gelassen haben. Es wird immer gesagt, das Wichtigste sind die Kinder. Und trotzdem haben meine Eltern mich ins Heim gebracht, um halt in den goldenen Westen zu reisen. Und das beschäftigt mich. Sie hätten das alles gar nicht machen brauchen. Denn da hätte ich vielleicht eine bessere Kindheit gehabt, als wenn ich im Heim gewesen wäre. Ich habe immer das Bild, ich bin alleine. Ich war alleine. Meine Eltern hatten sich immer als Paar. Er hat die erste Zeit auf dem Fußboden geschlafen, hat nachts viel geweint. Also es war schon schlimm mit ihm, ehe wir ihm richtig ein bisschen reinkriegten, ne? In die Familie wieder. Er war total zerstört. Ich habe gedacht, dass er sich mit der Zeit, mit den Jahren öffnet, ne? Aber wie gesagt, das sind mal so Fetzen und dann kommt, ich will darüber nicht reden. Schluss, aus. Lass mich in Ruhe. Es ist für mich der Schmerz. Vielleicht ist es immer noch dieser Schmerz, dass ich halt alleine gelassen wurde. Und alleine war. Und alleine gelassen wurde mit allem. Mit all meinen Problemen, alles. Die Mutter kommt ans Bett und streichelt einen, wenn man Probleme hat. Bei mir war keiner. Ich habe mich auf die Seite gedreht und
Ja. Bert mit seiner Mutter vor ihrer Festnahme. Die Frauen mussten unter teilweise unmenschlichen Bedingungen in einem sogenannten Dreischichtsystem arbeiten. Hergestellt wurden Strumpfhosen, Bettwäsche oder Maschinenteile für den Export in den Westen. Die DDR verdiente gut an den Gefangenen. Durch den Zwang, die Arbeitsnormen zu erfüllen, kam es oft zu Arbeitsunfällen. Wenn wir hier durch den Innenhof liefen und hier an diesen beiden Fenstern, an einem davon erschien ein Mann, den nannten wir James, oder eine Frau, die nannten wir Daisy, dann spürten wir, hier ist wieder was im Gange, es wird wahrscheinlich ein Häftlingstransport stattfinden. Die Frauen wurden dann von hier nach Chemnitz gekarrt, damals Karl-Marx-Stadt, und von dort ging es dann Freikauf gen Westen. Selbst schwangere Frauen wurden in den 50er Jahren in Hoheneck inhaftiert. Nach der Geburt wurden den Müttern die Kinder weggenommen. Sie kamen ins Heim oder wurden von SED-treuen Ehepaaren zwangsadoptiert. Diese Praxis, den Eltern die eigenen Kinder zu entziehen, setzte sich bis zum Ende der DDR fort. Ich bin dann im Juli nach Moisdorf gekommen, ins Krankenhaus, und habe da am 3. Oktober das Kind geboren. Dann wurde mir das Kind im Januar 1954, also wurde ich raus aus dem Raum, und da waren ungefähr 18 Frauen, die auch Kinder hatten, noch entbinden mussten, und wurde dann weggebracht. Anita Goslar sah ihre Tochter, die ihr nach der Geburt weggenommen wurde, erst 38 Jahre später wieder. Und wir haben immer wieder gekämpft übers Rote Kreuz, dass wir das Kind bekommen. Aber es hieß immer, die will gar nicht. Und dann später, wie dann die Mauer gefallen ist, haben wir wieder gesucht. Und sie hat auch gesucht. Und wir haben uns dann gefunden durchs Rote Kreuz. Wir haben uns auch getroffen und haben auch Gespräche geführt. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie als Kind oft gefragt wurde, vor allen Dingen, wie sie 14 war, haben sie denn zu ihr gesagt, du willst doch nicht etwa darüber. Dann musst du das Gleiche arbeiten wie deine Mutter. Die hat, die steht als Bordsteinschwalbe am Straßenrand. Sie war sehr kalt, sehr abweisend. Und hat mir das auch nicht geglaubt, dass ich unschuldig im Gefängnis war. Wir wurden also nicht warm. Es war, die Mauer war dazwischen. Auch Helga Riede lässt die Vergangenheit und ihre Zeit in Hoheneck nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder hat sie Albträume. Immer wieder fragt sie sich, warum ihr Schwager die geplante Flucht verraten hat und ob die Schwester davon wusste. Sie überwindet ihre Angst vor der Konfrontation, will die Schwester gemeinsam mit uns aufsuchen. Mein Kopf ist völlig leer. Ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt werden soll. Ich möchte wissen, ob meine Schwester das mit Bewusstsein veranstaltet hat, diese Tätigkeit, oder ob sie vielleicht alles gar nicht gewusst hat, wie ihr Mann gearbeitet hat. Das interessiert mich und das würde ich gerne wissen, und davor habe ich Angst. Ich habe davor Angst, dass sie mir auch das gar nicht beantworten würde und dass sie mich dann sagt, nee, also lass, was willst du überhaupt? Ich muss das klären, ich muss es wissen. Dann geschieht etwas, womit Helga Riede nicht gerechnet hat. Der Sohn ihrer Schwester nimmt plötzlich nach Jahren Kontakt mit ihr auf. Auch Jochen hat viele Fragen an seine Eltern, Fragen, auf die er bis heute keine Antwort erhalten hat. Auch er will Klarheit. Bis vor kurzem wusste ich das nicht, was mit meinem Vater los war, aber jetzt weiß ich, dass er inoffizieller Mitarbeiter bei der Stasi war, dass er nicht nur seine näheren Verwandten, sondern die eigene Familie verraten hat. Das ist mir vor 14 Tagen, 3 Wochen erst klar geworden, auch mich verraten hat. Nicht in dem Sinne, dass er mich irgendwo angezeigt hat, sondern dass er einfach ein Doppelleben geführt hat und
dass dadurch eigentlich ganz schön viel kaputt gegangen ist in der Familie. Dass viele Verletzungen passiert sind. Man muss sich klar werden, warum man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt. Weil, warum ich mich in bestimmten Situationen eben abweisend verhalte oder Liebe nicht zeigen kann oder Gefühle nicht zeigen kann. Was ich irgendwo gelernt habe in der Familie, eben durch meine Eltern, durch meinen Vater, weil der dieses Doppelleben führen musste. Es ist ein Versuch. Und ich denke, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ich finde, wir finden die Worte zueinander oder es ist vorbei. Dass man jetzt nicht sieht, dass irgendwo eine Erkenntnis. Ich will ja auch keine irgendwelche Schuld-Erkenntnis oder so. Oder nur mal sagen, Mensch, es tut mir leid oder irgend sowas. So, jetzt allen Mut zusammennehmen. Helgas Schwester hat zwischenzeitlich einen Schlaganfall erlitten. Sie lebt im gleichen Sanatorium wie ihr demenzkranker Ehemann, der nicht mehr ansprechbar ist. Seit Jahren hat das Ehepaar untereinander keinen Kontakt mehr. Jochen hat seine Mutter auf Helgas Besuch vorbereitet. Die Schwester freut sich über das Wiedersehen. Aber es fällt ihr schwer, über den Grund für das lange Schweigen zu sprechen. Und auch Helga ist befangen. Wusste die Schwester, wer sie durch seinen Verrat nach Hoheneck gebracht hat? Helgas Schwester beteuert, nichts vom Doppelleben ihres Mannes gewusst zu haben. Helga will ihr glauben und trotzdem bleiben Zweifel. Auch heute erhält sie noch keine Antwort auf die Frage, warum ihre Schwester den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Ich kann mein Inneres nicht in Worte fassen, wie mir zumute ist. Ich bin heilfroh, dass ich meine Schwester aufgesucht habe. Aber ich weiß nicht, wie ich mit dem, was sie mir alles erzählt hat, wie ich damit umgehe. Sie hat mir jetzt wieder, hat sich tausendmal bedankt und hat gesagt, ich schäme mich als große Schwester, dass ich als kleine Schwester die Initiative ergriffen habe, um das ein Treffen zu arrangieren. Und das ist für mich, also aus meiner Sicht, ist das wirklich der Anfang, das alles mal loszuwerden. Diesen, kann man ja sagen, diesen Fluch über der Familie loszuwerden. Helga Riede ist auf ihre Schwester zugegangen. Es ist ein erster Schritt der Annäherung. Und sie lernt die Familie ihres Neffen kennen, nach 18 Jahren des Schweigens. Jochens Töchter sind mittlerweile erwachsen. Eine von ihnen ist gerade Mutter geworden. Sie begegnen ihrer Großtante unbekümmert. Helga Riede hat ihre Familie wiedergefunden. Für die meisten der politisch inhaftierten Frauen ist Hoheneck noch immer nicht vorbei. Zu vieles ist bis heute unaufgeklärt. Gab es Selbstmorde? Auch darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Ellen Thiemann will es herausfinden. Ich werde weiter forschen. Ich habe einen Aufruf gestartet. Und ich denke, dass einige Frauen aus Hoheneck mir da Näheres noch mitteilen werden. Ich gebe nicht auf. Ich werde weiter forschen. Wir sind Zeitzeugen. Wir leben noch. Und solange wir leben, müssen wir auch darüber reden.